Hallo, liebe Leute, hier ist wieder Mega Caravan und ich möchte dieses Mal auf ein kleines Thema eingehen. Ihr seht schon hier im Bild Powerline-Wechselrichter, sprich Wechselrichter. Ich beziehe das jetzt bitte nicht auf die Firma Büttner und das ist auch keine bezahlte Werbung oder sonstiges, sondern ich möchte eigentlich nur mal grob den Unterschied zwischen günstige und mittlere und hochpreisige Wechselrichter darstellen. Ich werde eigentlich immer wieder mehr angesprochen oder ich werde immer mehr angesprochen auf die Thematik, ja, warum sind denn die Spannungswandler-Wechselrichter so teuer? Zum einen haben wir gravierende Unterschiede schon mal zwischen den Wechselrichtern einer echten Sinuskurve und einem Sinusemitat oder eben gar kein Sinuswechselrichter. Das gar kein Sinuswechselrichter und Sinusemitat spüren sehr empfindliche Geräte wie Laptops oder ja halt einfach feinfühlige Geräte, die da dafür empfänglich sind. Die brauchen dementsprechend die Sinuskurve. Und da hat man das Problem, es kann schon mal passieren, wenn man da keinen reinen Sinuswechsler hat, dass da ein bisschen was kaputt geht. Und darum ist es ganz wichtig, wenn man Laptop und empfindliche Geräte betreibt, dass man einen Sinuswechsler nimmt. Wenn man natürlich nur einen Wasserkocher nimmt, dann brauche ich keinen reinen Sinuswechsler und dann kann man sich auch ein bisschen in die günstigere Schiene bewegen. Die nächste Problematik ist der Wirkungsgrad. Da gibt es ja auch verschiedene Unterschiede. Bei 1500 Watt sollte man auch zum Beispiel auf den Wirkungsgrad achten. Da sind ja auch gravierende Unterschiede, ob er 80% ist oder ob er 90% ist. Da die 10% ja schlichtweg 150 Watt ausmachen, spielt sich das natürlich auch im Preis eine gute Rolle. Die nächste Problematik, sprich Thematik, ist die mechanische Verarbeitung von so einem Wechselrichter. Die Lautstärke von einem Lüfter, die Verarbeitung, Gehäuse und so weiter. Wenn der Lüfter, zum Beispiel bei den etwas günstigen, habe ich schon oft erlebt, da rauschen die Lüfter recht arg und man hört die sehr stark. Bei qualitativ besseren Wechselrichtern hört man natürlich nichts. Und das ist oder sehr wenig. Und das ist natürlich schon auch ein Riesenthema. Zum Beispiel bei Büttner, bei den Wechselrichtern, also die hört man so gut wie gar nicht. Oder Victron, wenn man da so ein Multigerät nimmt, die sind auch sehr gut und auch sehr gut verarbeitet. Da ist natürlich der mechanische Unterschied auch ja, ein Riesenthema. Die nächste Problematik ist das E-Kennzeichnung oder die E-Kennzeichnung. Sicherlich kann uns das in erster Linie mal egal sein, ob so ein Wechselrichter eine E-Kennzeichnung hat. E-Kennzeichnung heißt, dass ich diesen Wechselrichter in Fahrzeugen, Wohnmobilen zum Beispiel, verbauen darf. Hat dieser kein E-Zeichen? Klar, es wird kein Polizist kommen und wird euch kontrollieren, aber spätestens, wenn ein Unfall passiert und euer Wohnmobil einen Totalschaden erleidet und aus irgendwelchen erfindlichen Gründen es danach auch untersucht wird, warum der Unfall zustande kam, da kann dann schon mal passieren, dass dann heißt, oh, kein E-Kennzeichen, Wechselrichter, Feuer ausgebrochen oder sonstiges, Vollkaskoversicherung kann sich dann gut aus der Schlinge ziehen und dann kann es Probleme geben. Drum sollte man auch nur Dinge verbauen im Fahrzeug, wo definitiv dafür zugelassen sind. Auch da haben wir schon wieder einen Preisunterschied. Dann kommt noch ein Riesenpunkt dazu, das ist der Ruhestrom. Die günstigeren Wechselrichter, die haben halt einen ganz anderen oder viel höheren Ruhestromverbrauch wie auch ein teurerer Wechselrichter, weil ein teurerer Wechselrichter im Standby-Betrieb doch wesentlich weniger braucht und die billigen haben halt oft einen erschreckend hohen Ruhestromverbrauch und wenn der zwischen 2 und 4 Watt liegt, wenn man mal überlegt, der ist 24 Stunden online, kann sich jeder ausrechnen, was da dann dementsprechend rausgeht. Und ja, das sind dann schon so Punkte, wo man drauf achten muss.
Und das sind halt wirklich die dementsprechenden Preisunterschiede. Und was natürlich auch noch zustande kommt oder wo auch noch das Thema ist, dass bei den günstigeren Wechselrichtern oft die Daten, wo auf den Datenblättern stehen, nicht wirklich passen. Weil wenn 1500 Watt draufsteht, sollte auch 1500 Watt rauskommen. Und bei den etwas günstigeren steht halt oft 1500 drauf und rauskommen dann 1200 oder 1100, je nachdem. Oder ich weiß nicht, was da dementsprechend dann verbaut ist, aber da kann halt auch sein, dass da dementsprechend die Datenblätter nicht hinhauen und dann halt oft da ein bisschen gemauschelt wird. Wo ich doch davon ausgehen kann, dass ich bei hochpreisigen Wechselrichter einfach was Vernünftiges kriege. Die nächste Thematik, was wir hier auch noch separat haben, ist zum Beispiel die Netzumschaltung. Sprich Netzumschaltung, Netzvorrangschaltung, die entsprechend kann es schon bereits included geben, also im Wechselrichter mit verbaut oder wie hier separat. Wir verkaufen gern dieses Set, weil 1500 Watt, da kommen viele mit klar und verbauen wir sehr gut, ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, da kommt man super gut klar mit der Netzumfangschaltung, so wie er da liegt, kostet ungefähr 800 Euro, glaube ich. Tolle Geschichte. Und das sich aber auch wieder im Preis rumspiegelt, weil natürlich Wechselrichter für 100, 200 Euro haben natürlich keine Netzvorrangschaltung, haben auch kein Bedienteil mit integriert. Und gerade im Wohnmobil ist das ja auch so ein Thema. Ich brauche ja ein Bedienteil, wenn es ständig rund um die Uhr laufen soll. Jo, also das waren jetzt meine Punkte, wo ich mal aufgeführt habe, wie die Preisunterschiede bei Spannungswandlern, Wechselrichtern zustande kommen. Ich hoffe, es war jetzt ein bisschen informativ. Klar, war ein bisschen ein langweiligeres Video. Das nächste wird aber definitiv wieder von Montagen handeln. Aber ich finde das auch mal wichtig zu erwähnen, wie sich solche Preisunterschiede gestalten und warum die denn eigentlich da sind. In diesem Sinn wünsche ich euch wunderschöne Weihnachtstage und weiterhin gesund bleiben und alles Gute. Bis bald.